Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem angezockt, einem Mini-Let's Play, wie immer ihr es nennen mögt. Auf jeden Fall werde ich euch das Spiel Unforeseen Incidents vorstellen. Ein klassisches Point-and-Click-Adventure von Application Systems. Und den Volker, den Chef von Application Systems, die kommen aus Heidelberg im Übrigen, den habe ich auf der Mac in Erfurt kennengelernt und der hat mir so eine Pressemappe in die Hand gedrückt, in der unter anderem der Key für dieses Spiel drin war. Point-and-Click-Adventure habe ich bis jetzt gar nicht gespielt auf meinem Kanal, aber mich hat das Spiel fasziniert von der Synchronisation und dem Grafikstil, deswegen will ich euch das hier zeigen. Und wir legen mal direkt los und spielen einfach mal so das erste Kapitel, mal gucken, wie das bei euch ankommt und sagen, neues Spiel. BWET Talk Radio. Es ist 17.30 Uhr, ihr hört Backwoods Radio. Hier sind wieder Bobby und der Duke. Live aus der Seagulls Arena im wunderschönen Port Nicola. Unser Thema des Tages ist der Krankheitsausbruch in Yaletown. Erzähl uns mehr darüber, Duke. Eine Woche nachdem drei Menschen mit fieberartigen Symptomen am Rande Yaletowns gestorben sind, steht die Gegend weiterhin unter Quarantäne. Senatorin Sylvia Thurlow, Vorsitzende des Bureau of Public Health, kommentierte das Geschehen. Das Risiko einer Ansteckung für die Bewohner von Yaletown ist weiterhin sehr, sehr gering. Sollten Sie dennoch Symptome wie hohes Fieber, Nasenbluten oder Hustenanfälle feststellen, bleiben Sie bitte ruhig an Ort und Stelle und rufen den AHC-Notruf unter der Nummer 111 111. Hier nochmal die Nummer 111 111. Ich hoffe, unsere Hörer in Yaletown sind gesund und munter, denn das Spiel heute Abend ist ein absolutes Muss. Oh ja, Bobby. Port Nicola trifft heute auf die Jungs aus meiner Heimatstadt, die Blue Ridge Raccoons. Die Raccoons haben keine Chance. Go, Gulls! Egal, welches Team ihr unterstützt, die Stimmung hier im Stadion ist elektrisierend. Hallo? Harper, hier ist Rupert. Professor McBride, wie geht's Ihnen? Es geht so, Harper. Ich habe ein Problem mit meinem Laptop. Der Satz hört sich sehr vertraut an. Ich weiß. Aber ich bin mitten in der Analyse wichtiger Daten. Und der Akku ist leer und will einfach nicht laden. Ich muss heute Abend nach Port Nicola fahren und... Schon okay, Professor. Ich schnapp mir mein Multitool und komm rüber. Oh, vielen Dank, Harper. Kein Problem. Bis gleich. Immer das Gleiche. Ja, da sind wir mitten im Spiel. Ich mag den Grafikstil unheimlich gerne. Das habe ich mir auf der Messe angeguckt. Jetzt können wir uns hier ein bisschen umgucken. Wir müssen wahrscheinlich das Multitool finden, um dann zu dem Professor zu fahren. Wir gucken mal im Elektroschrott. Hier ist nichts Nützliches. Da ist nichts Nützliches, okay. Mama und Calvin in Greystone Woods. Ich glaube, ich habe das Foto gemacht. Okay. Wo könnte das Multitool sein? Klamotten. Im Winter kann es in Yaletown ganz schön kalt werden. Gut, wenn man ein paar Mäntel hat. Ich gehe mal nach oben. Ich gehe mal nach oben und guck mal, vielleicht in seinem Zimmer würde ja Sinn machen. Multitool. Ah, Klamotten. Mein umfangreicher Kleiderschrank. Ich besitze genau zwei Hosen. Naja, braucht man mehr? Weiß man nicht. Schlafen, wir Als legen uns kind hin. Als wollte ich immer ein Bett in Raketenform. Jetzt habe ich nicht mal ein Bett in Bettform. Ja. Oh, Multitool. Da ist es. Komm her, mein geliebtes Multitool. Dann wollen wir diesen Laptop mal reparieren. Ah, erklärt mir jetzt Sachen. Ah, da oben, alles klar, cool. Fenster? Ich habe mich entschlossen, das Fenster abzukleben. Das Sonnenlicht macht es einem wirklich nicht leicht, tagsüber zu schlafen. Das hier? Oh ja, Ladies, das ist mein Amateurfunkgerät. Oh, Harper, wir lieben dich. Dein Amateurfunkgerät ist so cool. Beruhigt euch, Ladies, bitte. Okay, was können wir machen? Können wir was... Wie cool. Frequenz. Ah, jetzt können wir Frequenz verstellen. Wie funktioniert das? Nach oben? Ah, nach oben. Oh. Mir
hier was rein? Ich habe keine Ahnung von so einem Amateurfunkgerät. Oder? Was war das? AM, FM. Okay, ich habe keine Ahnung. Wie komme ich hier raus? So. Okay, wir sollen jetzt zu dem Professor fahren und seinen Laptop da irgendwie reparieren. Müssen wir noch was mitnehmen? Wir gehen nach raus, oder? Geht automatisch zum Professor. Bitte? Da sind wir doch gerade hochgegangen. Hä? Hallo. Ah. Oh, Harper, gut, dass du da bist. Komm rein. Was ist los, Professor? Dieser verdammte Akku macht mich fertig. Wissen Sie, für einen Wissenschaftler ist das nicht gerade... Er will einfach nicht laden. Aber es läuft gerade noch eine Modellrechnung der neuesten Daten meines Forschungsteams, die ich dringend brauche. Er hat die ganze Nacht gerechnet. Wenn er jetzt ausgeht, muss ich wieder von vorne anfangen. Ich brauche die Daten für eine wichtige Präsentation an der PNU morgen. Kannst du ihn reparieren, Harper? Schau mal, was sich tun lässt. So, wo ist denn der Laptop? Wo ist denn hingestellt? Ah, da hinten. Der Akku ist fast leer und er leert nicht. Ich verstehe das nicht. Ich habe den Akku vor 2 Wochen oder so ersetzt. Da ist noch da. Okay, dann schauen wir mal nach dem Netzteil. Da haben wir es. Das Ladekabel ist gebrochen. Verdammt! Wie konnte ich das übersehen? Kein Problem, Professor. Mit meinem Multitool und etwas Isolierband ist das ganz schnell repariert. Oh, gut. Ich hatte irgendwo Isolierband. Wo war es noch? Ich werde schon finden. Okay, Isolierband. Schublade? Kein Isolierband. Nur ein paar alte, verstaubte Schallplatten. Das sind Klassiker des Blues, Harper. Erinnerst du dich noch, wie du sie auf meinem alten Plattenspieler gehört hast? Es ist 2017, Professor. Ich höre jetzt Kassetten. Kassetten, genau. Ich habe hier schon genug rumgewühlt. Wieder kein Isolierband. Nur ein Haufen Schrott. Schrott? Nur mal so aus Interesse. Wie aufgeräumt ist deine Wohnung denn derzeit? Aber ich bin blank. Sie könnten Ihr pralles Universitätsgehalt locker in eine Reinigungskraft investieren. Das hier erinnert mich daran, wie ich im Labor geholfen habe, als ich noch ein Kind war. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Vorstellung des Wortes Hilfe. Okay, vielleicht im Schrank? Aha, hier ist das Isolierband. Wunderbar. Kannst du den Laptop jetzt reparieren? Hoffentlich. Probieren wir es mal. So, was muss man machen? Multitool? Ach du Güte. Woher soll ich wissen, was ich jetzt einsetzen muss? Schraubenzieher? Schere? Schere? Ah, mein Multitool. Isolierband. Damit sollte das Netzteil im Nu repariert sein. Okay, können wir das jetzt hier draufziehen oder was? Ich muss das Kabel erstmal neu verdrillen, bevor ich was drumherum klebe. Mhm. Also Multitool auf... Was soll ich denn wissen? Schere? Zange? Ich glaube nicht, dass die Schere dafür scharf genug ist. Was? Ich mach alles mit der Schere. Dann nehmen wir das Messer. Das will ich nicht schneiden. Hm. Schraubendreher? Schraubendreher? Ich wüsste nicht, wie ich den Schraubenzieher hier benutzen sollte. Okay, pass auf. Multitool, Schere auf Klebeband. Hm. Nein, es ist keine Scherenzeit. Das Kabel ist gebrochen. Vielleicht hat es ein Nager mit Futter verwechselt. Isolierung runter, neu verdrillen und dann muss ich es irgendwie wieder isolieren. Okay. Multitool. Kombis? Das Multitool. Ja, das hat man schon. Zange auf. So, und nun schneide ich das Kabel auseinander und jetzt fummeln und verdrillen. So, sieht gut aus. Klebeband?
So, jetzt noch normgerecht absichern, also nach Bastlernorm. Also, dann mal eingestöpselt und ran an den Saft. Okay, er lädt wieder, Professor. Oh, du bist ein Held, Harper. Was schulde ich dir? Ach, das geht aufs Haus. Aber ein brillanter Denker wie Sie sollte nicht immer gleich den Dorftrottel rufen müssen, wenn der Rechner etwas zickt. Um Himmels Willen, Harper, stell dein Licht nicht so unter den Scheffel. Du bist doch kein Dorftrottel. Ich schätze deine Hilfe wirklich sehr. Na gut, kein Problem, Professor. Okay. So, und jetzt? Professor? Ja? Sind wir in Yelltown sicher? Sind wir hier in Yelltown sicher? Ich weiß, es ist beunruhigend. Die Notstandsmaßnahmen, das abgeschirmte Behandlungscamp. Aber das ist alles kein Grund zur Panik. Bisher gab es nur sehr wenige bestätigte Krankheitsfälle. Okay. Ich werde nicht in Panik geraten. Noch nicht. Worum geht's in Ihrer Präsentation? Es ist eine Analyse zu der gerade ausgebrochenen Infektionskrankheit. Yelltown-Fieber? Ja, nein. Naja, das Problem ist, dass wir bisher nicht genau einschätzen können, um welche Art von Krankheit es sich hier handelt. Der Dekan der medizinischen Fakultät hat mich gebeten, morgen einen Vortrag für die Virologen zu halten. Wir hoffen, dass meine Forschung dazu beitragen kann, ein Mittel gegen diese Infektion zu finden. Okay. Ist Yelltown-Fieber wirklich so gefährlich? Ist das Yelltown-Fieber wirklich so gefährlich? Ich fürchte schon. Wirklich eine Ausgeburt der Hölle. Es scheint tatsächlich höchst ansteckend zu sein. So wie es aussieht, verläuft die Infektion sehr schnell tödlich. Wir reden hier von Stunden, nicht Tagen. Puh, Stunden? Was, wenn ich's mir eingefangen habe? Das würdest du merken, Harper. Nach meinen Informationen setzen die Symptome bereits wenige Minuten nach der Infektion ein. Wow, die Infizierten tun mir leid. Wir dürfen die Hoffnung nicht aufgeben. Noch ist Zeit, die Infektionen einzudämmen und eine Epidemie zu verhindern. Okay, ganz klar, ich mache mal die Stimmen ein bisschen lauter, beziehungsweise das Spiel ein bisschen lauter, weil ich glaube, das ist alles ein bisschen leiser. Manchmal ist der Professor sehr leise. Ich mache es mal so. Kümmert sich die Regierung darum? Kümmert sich die Regierung nicht darum? Ja, die Aufgabe hat die Rancho Health Corporation ganz uneigennützig angenommen. Die soll's nun richten. Stimmt, das habe ich gehört. Aber ich dachte, die RHC sagt, alles wäre unter Kontrolle. Und genau das macht mich so sicher, dass sie sich gerade mächtig in die Hosen scheißen habe. Ich weiß doch, wie sowas läuft. Sie haben massive Probleme, diese Krankheit zu behandeln, ohne meinen Input. So, ich hoffe, das ist jetzt ein bisschen besser. Wir machen einfach noch ein bisschen lauter. Lieber das Spiel zu laut, dass ihr nichts versteht von der Synchronisation. So. Können Sie ein Heilmittel finden? Können Sie ein Heilmittel finden? So einfach ist das nicht. Aber wenn jemand diesen Wahnsinn stoppen kann, dann ist es mein Forschungsteam an der PNU. Sie sind die Besten im ganzen Land. Wir brauchen nur eine kleine Probe dieses verdammten Erregers. Wie auch immer. Bis später. Mach's gut, Harper. Ciao. So, also eine Probe des Erregers. Was haben wir denn hier? Haben wir irgendwas? Equipment, Ordner und jede Menge anderer Krempel. Okay. Danke. Ich muss hier nicht weiter rumschnüffeln. Alles klar, dann gehen wir. So, ein Schild. Der Adler von Cadero. So, ist glaube ich besser von Logic. Was zum... Oh oh. Das sieht nicht gut aus. Hallo? Oh Gott, ist alles in Ordnung? Geh weiter. Mir geht es gut. Aber Sie brauchen einen Arzt, oder? Moment mal. Ist es das Fieber? Bitte. Bitte. Lasst mich in Ruhe. Wir müssen doch hier Hilfe holen, oder? Ich kann sie nicht einfach so hier liegen lassen. Ich muss weiter. Weiter? Wie denn? Sind Sie verrückt? Sie müssen sofort ins Krankenhaus. Komm nicht zu nah. Das Blut...
Das Blut? Oh Gott. Was machen wir denn jetzt? Ich weiß, was ich tun muss. Vergiss einfach, dass du mich gesehen hast. Die RHC anrufen, das will sie bestimmt nicht. Probieren wir es mal aus. Ich rufe die RHC an. Nein, nicht die RHC. Aber sie brauchen einen Arzt. Lass mich einfach. Die RHC wird Ihnen helfen können. Bitte, ich will Ihre Hilfe nicht. Ich rufe Sie an. Bitte, tu's nicht. Das muss Ihr Rucksack sein. Bitte, ruf sie nicht an. Es ist nur zu Ihrem Besten. Wir werden angehustet. Bitte, ruf sie nicht an. Es ist nur zu Ihrem Besten. Können wir vielleicht zum Professor zurück und dem irgendwie sagen, dass wir hier eine Probe brauchen? Professor Otto, keine Ahnung. Der wollte doch eine Blutprobe haben, oder? War das nicht so? Wir gehen mal runter zum Professor. Großer Gott, Harper, was machst du da draußen? Was? Mrs. Olsen? Siehst du nicht, dass die Frau krank ist? Ruf die Hotline an! Ich mische mich da lieber nicht ein. Pah, ich sollte da runterkommen und dir eine Tracht Prügel verpassen. Sie stirbt. Ich würde diesen RH sowieso Verein selber anrufen, wenn ich's nicht so im Ischias hätte. Wir sollten nicht anrufen. Sie will die Hilfe der RHC nicht. Gott behüte! Wenn du nicht anrufst, mach ich es. Ich lass das arme Mädchen nicht allein zurück. Ischias hin oder her. Warten Sie, Mrs. Olsen! Vollidiot! Nein! Ihr liefert mich ihnen aus. Sie kommen, um ihnen zu helfen. Sei ruhig und hör mir zu. Wenn du hier bleibst, werden sie dich auch mitnehmen und testen. Testen? Aber ich bin nicht infiziert. Wenn sie dich mitnehmen, guckst du dir das Endspiel aus einem Leichensack an. Football ist eh nicht so mein Fall. Ja gut. Aber bin ich infiziert? Wenn du tust, was ich dir sage, haben wir vielleicht noch eine Chance. Was soll ich machen? Was soll ich machen? Geh zum Hotel. Finde Halliwell. Wen? Reporter für die Times. Nimm den Umschlag. Den Umschlag? Welchen Umschlag? Im Rucksack. Das ist verrückt. Ich... Mach es. Bitte. Okay, Umschlag aus dem Rucksack. Bring ihn zu Halliwell. Sag es niemandem sonst. Okay, gut. Ich verspreche es. Nur... Halliwell. Sie kommen. Verschwinde. Da ist sie. Bitte, ich... Noch jemand hier? Oh. Kapitel 1. Das war schrecklich. Hätte ich bei ihr bleiben sollen? Tja, hätten wir bei ihr bleiben sollen, wären wir wahrscheinlich mitgenommen worden und hätten uns das Endspiel aus dem Leichensack angeschaut, auch wenn wir keinen Fußball gucken wollen. Ich möchte nicht im Leichensack liegen.
Das war die erste Folge von Unforeseen Incidents. Ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns zur nächsten Folge wieder. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.